Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Europapark. Es ist wieder Samstag und es gibt wieder einen neuen Bau-Update. Man sieht einiges, was wieder in der Baustelle passiert ist. Das zeige ich euch natürlich über den EP-Express, da hat man nämlich einen guten Einblick. Und jetzt stehe ich hinten an der Euromir und da kann man so vorbeilupen, weil hier langsam die Blätter vorbeifallen, also abfallen. Und die Sicht mehr sich öffnet für uns. Also für uns Leute, die die Baustelle verfolgen wollen. Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt mal das Ganze, was heute zu sehen ist. Und ja. Fangen wir mal direkt an hier, wo der Schwan- oder Gänsestand ist, von der Elz oder der Nebenfluss. Sieht man hier auch schon langsam Fundamente, die gebaut worden sind. Auch die ersten Fundamente wurden gegossen auf der Seite, wo die Flussbremse ist. Und auch hier sehe ich hier oben drauf langsam schon Bauarbeiter rumlaufen. Also wurde da auch wieder eine Decke gezogen. Was sich innerhalb von einer Woche hier tut, das ist Wahnsinn. Und wie viel das Ganze auch ist, was die bewegen, also rohbautechnisch. Von der Achterbahn sieht man halt nur die Ankerkörbe, Fundamente, die vielleicht gegossen worden sind. Ja, und weiter geht's. Von der Euromir aus sieht man, dass da, wo die andere Halle ist, ganz viele Ankerkörbe stehen. Also überall sind jetzt Ankerkörbe verteilt, dass schon langsam die Fundamentarbeiten für die Stützen beginnen. Also ich denke mal, in den nächsten Monat sieht man hier ganz klar, wie sich das Ganze hier aufpusht. Und die Baustelle vielleicht in die Höhe geht mit Schienen, mit Stahl. Und es ist übrigens auch die 20. Baustellenfolge. Seit Anfang der Saison findet ihr hier immer die neuesten Updates. So, weiter geht's. Von der Seite aus sieht man, dass die Gebäude alle jetzt auch schon die Fenster haben, Fassaden. Und jetzt kommen wir zum Highlight. Was ich denke, muss ich jetzt vergleichen mit den Aufnahmen von letzter Woche. Dass hier betoniert worden ist. Also hier stehen Fundamente. Der Ankerkorb guckt noch raus, also der muss noch ein bisschen verkleidet werden. Aber sonst sieht das hier für mich ziemlich nach fertigen Fundamenten aus. Also auf jeden Fall zähle ich hier mal 1, 2, 3, 4 und dann geht es ja in die Station. Viel tut sich auch hier der Eingang, also hier so ein Notausgang zum Hof oder zur Station oder zur Stationsgebäude oder der Institution, was das Ganze werden soll, wird immer mehr, man sieht ja eigentlich auch da hinten dran, dass da der Hof entstehen soll. Jetzt gehen wir mal weiter und gucken uns jetzt mal von der EP-Express-Seite das Ganze mal an. Auch hier zu sehen, dass das EP 2023 oder EP-23 weg ist, weil man nicht davon ausgeht, dass vielleicht nächste Saison Voltron, der neue Coaster, eröffnen soll, da ja Mangel an der Lieferung ist, also beziehungsweise Lieferschwierigkeiten von den Elektrogeräten sind, also elektronische Komponenten. Jetzt kriegen wir mal da hoch und dann kann man hier schon mal schön von hier aus in die Station mal gucken. So, hier sieht man schön, dass das Gebäude von der ersten Etage schon fertig ist und die obere Etage, wo die Station sich beherbergen soll, dass da auch jetzt schon viel gearbeitet wird und die erste, zweite Etage hochgezogen wird. Es wird hier fleißig gebaut. An der anderen Seite vom Mitarbeiterparkplatz steht auch jetzt ein Kran. Da stehen auch sehr viele Ankerkörbe, was auch einen großen Fortschritt gibt. Jetzt gehen wir mal eine Etage höher und gucken uns das Ganze mal von der oberen Seite an. Hier einmal einen kleinen Überblick. Und da sieht man, das, was ich gesagt habe in der letzten Folge, dass hier wohl der Tesla-Turm hinkommt, weil da sind überall Ankerkörbe und Fundamente, wo ich ahnt habe, und das stimmt sogar zum größten Teil. Das zeige ich euch natürlich jetzt auch wieder mal im Nahen. Hier sieht man die ganzen Ankerkörbe, Fundamente hier, wo fleißig gearbeitet wird. Also ich gehe davon aus, dass da... eine Biene. So. Ich gehe davon aus, dass da der Voltron Tower hinkommt, weil hier von den Fundamenten her kann das gut sein, weil ganz viele Stützen nacheinander, also eine stärkere Stützenverstrebung für den Lounge oder für den Halt der Stützen ist, das sieht stark danach aus. Auf jeden Fall sind hier auf der Seite, hier auf der Seite, also Hinterflug der Cassandra, auch noch ganz viele Ankerkörbe gelagert. Hier sieht man, dass hier die Decke reingezogen worden ist. Hier sieht man gut den die Station, das hier wohl, denke ich, die Station ist. Hier geht es in die Kurve rein und dann da Richtung Tower. Sehr groß das Ganze, kann mich nur wiederholen. Es wird überall gebaut, hier oben wird gebaut.
Wahnsinn. Gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwas sehen. Das Ganze wird ein Riesenprojekt. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zusehen und das war's mit der 20. Ausgabe des Kroatien-Baustellen-Updates. Nächste Woche wieder, wie gewohnt, ein Update. Bis dahin, haltet die Ohren steif, lasst ein Like da, ein Abo und kommentieren nicht vergessen. Bis dahin, ciao.